Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies und Gentlemen. Es ist Zeit für den TÜV. Ich bin hier bei Werkzeugkönig. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Der Christian hat mir netterweise sein Transit hier zur Verfügung gestellt. Der kann 2,7 Tonnen ziehen. Das heißt, es reicht genau für unseren Trailer. Und das freut mich mega, dass ich ein Auto gefunden habe, mit dem man das fahren kann. Und die brauchen ihn heute nicht, wie auch die letzten drei Mal, wo ich ihn benutzt habe. Und das ist das einzige Auto, was das ziehen kann tatsächlich. Aber der hat mir den geliehen, hat gesagt, hier, nimm den, wir brauchen den heute eh nicht. Und mein Auto steht jetzt auch hier auf dem Parkplatz. Wünsche mir Glück, dass wir jetzt zum TÜV, dass wir TÜV kriegen bekommen. Ich fahre jetzt zur Halle, Thomas wartet da. Und dann laden wir auf und fahren rüber. Wir sind gut in der Zeit, wir sind 1,5 Stunden früher aktuell dran. Jetzt mit Aufladen rüberfahren, wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir den Wagen vielleicht sogar noch sauber machen. Mal eine Waschbox oder so nochmal. Ja, und ansonsten wünsche mir Glück, dass wir heute TÜV bekommen. Ich bin so ein bisschen guter Dinge, auch so ein bisschen schlechter Dinge. Anhänger passt, Auto passt, Thomas hat Zeit. Wir sind pünktlich da, wir haben alles fertig. Ich habe so das dumme Gefühl, dass da noch irgendwas kommt. Wir werden sehen. Ich denke, es wird spannend. Ich habe gerade eben schon Hallo gesagt. Meine helfende Hand ist wieder da. Helfende Hand? Meine starke Hand. Ja, eine starke Hand. Auto's ready. Haben wir gerade noch mal schnell ein bisschen sauber gemacht. Mit hier ein bisschen Wasser und Mikrofaser und so. Mhm. Die ganzen Fingerabdrücke weg sind. Fährst du den heute hoch? Nee. Nee? Nee. Ist aber mega einfach tatsächlich mit dem. Aber Hauptsache, wir schaffen das heute. Und dass er durch den TÜV geht. Auto ist auch ready, beziehungsweise Anhänger und... Oh, jetzt glitscht die Kamera. So, jetzt. Fixed. Ja. Anhänger ready, Auto ready. Und die helfende Hand ist ready. Mhm. So, offline. Wir sind wieder hier. Hallo Thomas. Jetzt kommt der schon wieder mit der Kamera, ne? Immer dasselbe. Ja, wir sind wieder hier. Haben leider nicht so viel gefilmt. Ich würde sagen, wir laden ihn jetzt erstmal ab. Und dann quatschen wir mal über die Sachen, die er jetzt bemängelt hat. Und dann, das wird wieder gleich gequatscht. Wir setzen uns gleich in Ruhe hin, reden drüber. Und jetzt laden wir es mal ab.
willkommen zu den heutigen News. Also, unser dritter und letzter TÜV-Termin. Und das bedeutet, wir haben TÜV bekommen. Ich habe euch gerade nur ein bisschen verarscht. Ja, alles wurde gemacht. Alles wurde mehr oder weniger bestätigt. Es wurde ein Erläuterungsbogen zum Gutachten gemäß § 21 Vollgutachten zur erneuter Inverkehrbetriebnahme gemacht. Steht hier. Mit der Prüfnummer bla 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 am 24.06.21 bla bla. Hinweis, Begutachtung. Jetzt aufpassen. Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nummer 1 der Hauptbremsrichtlinie ohne Beanstandung. Bremswirkung, Feststellbremse, Blockiergrenze erreicht. Fälligkeit der nächsten HU gemäß Anlage 4, 6, 7, 8, 7, 7, römisches H. Nummer 2, 3 wäre hier der 6.23. Ergebnis der Begutachtung, positiv abgeschlossen. Paragraf 21. Und das ist genau die richtige Abnahme. Ich würde euch das gerne zeigen, aber hier steht überall meine Adresse drauf. Hier steht, glaube ich, nicht meine Adresse drauf. Ja. Hier haben wir diesen Bogen. Da wird alles eingetragen. Hier unten stehen dann die ganzen Zusatzsachen. Ich lese euch das mal kurz vor. Zusätzlich Rückstrahler hinten zu 15.1 und 15.2. Das wäre 15.1, 15.2 sind hier die Radreifenkombination. LM-Räder 8x15 eingetragen. Also sprich, die Räder, die ich da habe, sind jetzt mit importiert worden, theoretisch. Die haben keine Nummer, die haben keine Bezeichnung. Aber wie soll das Auto denn hier fahren, beziehungsweise rollen? Es geht nicht anders. Ne? Das ist halt Fakt. WIN vorne rechts im Rahmen. Dann Platz für das amtliche Kennzeichen hinten. 280 x 150 mm. FMVSS-Anforderung. Fahrzeug, also FS, Fahrzeug erfüllt FMVSS-Anforderung. Das ist so eine amtliche, keine Ahnung, wie das sich nennt. Das soll dieser Aufkleber in der Tür sein. Da steht das drin, hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt. Das ist das, was er mir erzählt hatte. Und dann zu O1 und O2 in Verbindung mit Kugelkopf, Prüfziffer, E13, bla bla bla, haben wir 1500 Kilo nur eingetragen gekriegt. Ja. Das ist aber Punkt 1 erstmal. Ich hole einen neuen Kugelkopf und werde dann halt das Gutachten beim TÜV Süd oder was auch immer machen lassen. Da gibt es eine Möglichkeit, das quasi das Fahrzeug vorzuführen mit der gewünschten Anhängelast und so weiter. Dann wird das Fahrzeug aufgelastet, da wird es getestet und so weiter und so weiter und so weiter. Das machen wir dann auch noch. Also das ist aber dann eine andere Sache. Aktuell können wir zumindest den Trailer mit einem 1200 Kilo Auto fahren, ungefähr. Weil die Stützlast hat mir gesagt, auch in den Kommentaren, ich weiß nicht, wer es gewesen ist, kann sich jetzt hier bitte melden, hat gesagt, wird dem Auto zugesprochen. In dem Fall haben wir eine Stützlast von 1000, sag ich schon, 120 Kilo, macht dann 16,2 oder sowas halt. Ne? Ja. Dass er dann ein bisschen überladen ist, ist mir schon klar, aber was soll ich machen? Ne? Gut, das hätten wir, weiter geht's, dann geht's dann ist hier das Prüfprotokoll zu Paragraph 21, ist dann halt vorschriftsmäßig, dann sind dann alle Sachen, die der hat. Ne? Unterfahrschutz hat er nicht, seitliche Schutzvorrichtungen hat er auch nicht, Gleitschutzrichtung, Schneeketten nicht vorhanden, Klimaanlage hat er, dann haben wir noch die zweite Seite dazu, elektromagnetische Verteilung hat er auch nicht, Geschwindigkeitsbegrenzer hat er nicht, Geschwindigkeitsschild hat er nicht, Schild, Fahrzeugidentifikationsnummer vorschriftsmäßig, Übereinstimmung mit der Richtlinie 9, bla 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 bla. NA kann ich, weiß nicht, was das alles ist. Das ist auch egal. Ja, damit hätten wir das. So. Und damit hätten wir offiziell unsere 21er Abnahme quasi vollzogen. Das ist eine sogenannte Wiederzulassung. Also sprich, Fahrzeuge, die importiert werden, müssen diese Abnahme immer machen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich das den ersten TÜV-Bericht da, warum er den gemacht hat. Weil alles das, was da drauf steht, totaler Humbug gewesen ist und ich das sowieso gelöst habe. Von daher ist es egal.
Jetzt kommen wir zu der Sache Bremswerte übrigens, für die es interessiert, weil wir haben die Bremse ja neu gemacht. Und zwar haben wir hier vorne Betriebsbremse 280 zu 270, also fast ein perfekter Wert. Dann haben wir Hinterachse 240 zu 260, ist ein bisschen schlechter, aber auch noch okay. Und die Handbremse, die wir neu gemacht haben, haben wir 170 zu 190. Das ist, ich glaube, ein Unterschied von, ich glaube, bei 8 und 4% oder sowas war das. Ich habe jetzt nicht ganz drauf geguckt. Er meinte so, fühlt sich wesentlich besser an, auch das Pedal fühlt sich besser an. Das kann aber daran liegen, dass wir ja natürlich die Bremsflüssigkeit ja auch gewechselt haben. So, dann haben wir natürlich noch was gemacht. Und zwar haben wir ein Gutachten für die Oldtimer-Zulassung. Sehr geehrter Kunde, Kundin, die Begutachtung Ihres Fahrzeugs gemäß § 23 StVO wurde positiv abgeschlossen. Das Fahrzeug entspricht einem Oldtimer im Sinne des § 23 StVO. Somit haben wir einen Oldtimer. Das heißt, er hat jetzt eine Hartzulassung. Hier steht auch so Sachen drin. Grenzehinweis für die Zulassungsbehörde bei der Zustellung eines H-Kennzeichens ist die Fälligkeit für die nächste Hauptuntersuchung Juni 23. Ist für die Zulassungsbescheinigung der Code zu Feld 14.1. Das können wir uns, glaube ich, hier angucken. Ne? Auf dem hier müsste das draufstehen. 14.1 da unten. Ah. Das steht ganz unten da am Fahrzeugschein. Da wo Benziner steht, steht jetzt hier 14.1 und da kommt dann der Code rein für die H-Zulassung. In dem Fall 0098. Klartext zu Feld 14. Ah, das ist da drüber. Oldtimer. Okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Ja, hier bleibt die Fahrgestellnummer, Leermaß, blablabla, uninteressant. 1990, zulässige Gesamtmasse sind 2744 Kilo. Achslass vorne, Achslass hinten, dritte, vierte, fünfte, sechste Achse hat er nicht. Sechste Achse. Ja, damit wäre das. Ich lese mir das gerade auch zum ersten Mal tatsächlich durch. Hier sind sogar die Vorschriften für die H-Zulassung, was er erfüllen muss und was da halt Sache ist. Ich wusste zum Beispiel auch alles nicht. Hat er mir auch gesagt. Können wir mal hier runter gucken. Aufbau, Karosserie. Außenhaut, Original oder zeitgenössisches Erscheinungsbild, Originalwerkstoffe oder zulässige Werkstoffe erfüllt. Lack, zeitgenössische Farbgebung, zeitgenössische Reklame, was? Achso, Reklame und Firmenaufschrift erfüllt. Rahmen und Fahrwerk. Rahmen, Originalausführung, Original, Ersatzteile, Nachfertigung mit Herstellerfreigabe. Fahrwerk, Originalausführung, Originalersatzteile oder zulässige Umrüstungen. Ja, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Also steht alles erfüllt, nur so zur Info. Ne? Originalausführung der zulässigen Umrüstung Rad Reifen erfüllt. Das war doch wichtig. Elektronische Anlage. Jetzt wird es interessant. Hier steht tatsächlich das Radio drin. Ne? Originalausführung oder zulässige Umrüstung. Kein Radio vorhanden oder Originalausführung oder zulässige Umrüstung. Also man darf es umrüsten, das hat er mir auch gesagt. Man muss nur gucken, dass das Ganze jetzt nicht zusätzlich, das ist jetzt ein, wie hat er gesagt? Also man darf das Radio umrüsten, soweit ich weiß, nur muss der Prüfer sagen, ob das okay geht oder nicht. Weil er kann entscheiden, ob das ihm gefällt, ob das halt zu dem Gesamtbild vom Auto passt oder nicht. Und, jetzt kommt der große Punkt, ob es das damals schon gab. Also gab es solche Radios damals schon, ja oder nein? 1990, würde ich sagen, gab es ganz normale CD-Radios schon, die man einbauen konnte. Ergo könnte ich das theoretisch einbauen. Aber keine Angst, ich werde natürlich nicht mit dem Auto ohne Radio rumfahren und ich werde natürlich ein Android-Radio einbauen. Das kommt dann so oder so. Ja, damit hätten wir die erfüllt. Und er hat zu mir gesagt, komm das nächste Mal direkt zu mir. Und da können wir uns den ganzen Kladderadatsch mit anderen TÜV-Prüfer und so weiter waren. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem alten TÜV-Bericht? Weil der ist Müll und sehe ich irgendwo nicht ein, das bezahlt haben zu müssen und oder keine Ahnung. Also da muss auf jeden Fall irgendwas kommen,
was, wo man mir, ja, also ich gehe davon aus, dass ich das Geld mir zurückerstatten lassen kann. Also ihr wollt bestimmt wissen, was das Ganze auch gekostet hat. Und zwar hat das Ganze insgesamt 550 Euro gekostet. Und das ist nicht mal, das ist kein Spaß, es hat wirklich 550 Euro gekostet. Die Paragraph 23 Abnahme und 21 ist sowieso teuer, da seid ihr sowieso schon bei roundabout 300, glaube ich. Nicht ganz, aber die H-Zulassung kommt ja noch extra. Diese Zulassung ist ja nur eine Bestätigung, dass das Fahrzeug ein historisches Fahrzeug ist, beziehungsweise ein Oldtimer. Die müsst ihr nicht nochmal machen. Die macht ihr ein einziges Mal und danach werden dann einfach nur ganz normale Hauptuntersuchungen gemacht, wie immer. Und dann wird einfach als Hinweis reingeschrieben, dass das Fahrzeug immer noch ein Oldtimer ist und somit keine weitere Begutachtung braucht. Das ist das Einzige. Also das müsst ihr nur einmal bezahlen. Und somit ist das halt auch eigentlich, es ist theoretisch nicht so teuer. Ja. Aber mit 550 habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Habe ich, sage ich ganz ehrlich. Ich habe so mit 400 maximal gerechnet. Ich habe mich auch nicht großartig informiert tatsächlich. Ich wusste, dass es teuer wird, aber gut, ist halt so. Na, jetzt ist der Drops gelutscht und wir sind fertig. Ja, das dazu. Ich werde jetzt gucken, dass ich schnellstmöglich einen Termin kriege. Bei uns in Viersen ist gerade richtig schwer, einen Zulassungstermin zu bekommen. Auch nicht über irgendwelche Zulassungsbehörden. Mindestens 3-4 Tage Wartezeit. Und dazu halt, wenn ich selber mir einen Termin geben lassen möchte, dauert das Ganze, ist aktuell, glaube ich, 4 Wochen. Das ist richtig, richtig schrecklich. Aber als Händler, ich habe jetzt Glück, dass ich ja als eingetragener Händler bin. Somit habe ich das Glück, mehr oder weniger als Händler auch da zur Zulassungsstelle zu gehen. Ich hatte heute einen Termin tatsächlich. Den musste ich absagen, weil wir es nicht geschafft haben. Wir haben mich jetzt schon halb 5 schon, krass. Und deswegen hat das Ganze nicht hingehauen. Aber gut. Wir können dann nochmal ein grundsätzliches Gespräch über Versicherungen führen oder sowas. Da können wir, also da wäre, fände ich sogar ganz geil, weil das betrifft eh jeden von uns. Versicherungen fürs Fahrzeug, historische und so weiter. Das ist bestimmt ganz nice und ganz interessant. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ne, geht jetzt schon lange genug, habe jetzt ein bisschen gequatscht am Ende. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben TÜV. Ist das ein Oldtimer jetzt? Offiziell. Das ist eingedeutscht. Ist jetzt offiziell deutscher Bürger. Deutscher Staatskfz-Bürger. Und jetzt können wir es anmelden gehen. Wenn ich einen Termin kriege, gehe ich morgen direkt zum Straßenverkehrsamt. Wie gesagt, da muss ich ja noch wegen jetzt Versicherung gucken und so weiter. Es gibt extra Oldtimer-Versicherung. Aber da informiert euch oder wir werden da mal ein Video drüber machen. Da werde ich mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, ansonsten war das Ganze eine teure Sache. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr mich irgendwie irgendwo unterstützen würdet, logischerweise. Alles dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja. Und mit unterstützen meine ich alles Mögliche. Schreibt einen Kommentar, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze seht, was mit dem alten TÜV-Bericht ist und so weiter. Könnt ihr natürlich eure ganzen Gedankengänge in die Kommentare hauen. So natürlich würde ich mich über ein Abo freuen, wenn ihr den Kanal hier abonniert. Denn jetzt werden wir uns um ein Fahrzeug kümmern, was schon länger hier steht und was schon länger fertig werden sollte. Aber jetzt, wir haben zwar noch ein, zwei Sachen mit dem Pickup, aber die werden, denke ich mal, im Laufe der Zeit mitwandern und mit fertig werden. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und wie ich schon eben erwähnt habe, nicht vergessen zu kommentieren, liken und natürlich ein Abo dazulassen. Würde mich mega freuen und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn wir unsere erste Spritztour mit dem Pickup machen, würde ich sagen. Ich denke mal, es wird ein Pickup-Spritztour-Video geben. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video. Tschüss.